Herzlich willkommen, liebe Grillfreunde. Die Grillsaison ist zwar schon fast vorbei, aber trotzdem zeige ich euch heute noch das Spiel Feuer und Flamme ran an den Grill aus dem Huch & Friends Spieleverlag. Ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 5 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Und als erstes zeige ich euch wie immer, was findet ihr in der Schachtel an Inhalt, wie baut ihr das ganze Spiel dann auf und wie funktionieren die einfachen Regeln. Und jetzt viel Spaß bei Feuer und Flamme. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Ein kleines Heftchen mit Kochrezepten. Hat mit dem Spiel nichts zu tun, aber schmeckt trotzdem. Eine kurze Anleitung. Dann haben wir eine Grillzange. Und diverse Holzfrüchte. Dann gibt es zu jeder Frucht auch hier diese Plättchen, die einem anzeigen, wann was auf den Grill drauf muss. Und dann haben wir hier noch die Grillchips und natürlich einen Bausatz für den eigentlichen Grill. Jo, das ist der komplette Inhalt der Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze aufbaut. Der Aufbau ist auch sehr schnell erledigt. Ihr nehmt hier den Grill, steckt diese beiden Teile zusammen und stellt hier oben die Grillplatte drauf. Dann legt ihr alle Grillholzteile hier neben dem Grill ab, ebenso die Grillzange. Jeder Spieler nimmt sich 3 von diesen Chips plus jeweils einen dieser Bonuschips. Und hier gibt es dann noch die einzelnen Dinge, die gegrillt werden. Dieser Stapel wird einfach gut durchgemischt und ebenfalls neben dem Spielplan abgestellt. Das ist auch schon der komplette Aufbau. Und als nächstes erkläre ich euch die Regeln. Um was es geht, dürfte klar sein, es geht um Grillen. Was müssen wir tun? Wir müssen die Grillzutaten hier auf den Grill bringen, ohne dass Dinge vom Grill herunterfallen. Und das machen wir lediglich mit der Grillzange. Das heißt, ich darf die Dinge nur mit der Grillzange auf den Grill legen. Es ist egal, ob ich die Dinge drauf stelle und hier dann Türmchen baue oder sonstiges. Das ist egal. Hauptsache, die Sachen bleiben auf dem Grill stehen. Mit der Hand darf ich gar nichts nehmen, das ist sowieso verboten. Ich darf aber jederzeit auch, bevor ich was lege, umsortieren anfangen, aber nur mit der Grillzange und mit nichts anderem. Rutscht mir ein Teil beim Legen aus der Grillzange, so darf ich es nochmal nehmen und nochmal versuchen, auf den Grill zu legen. Liegt es auf dem Grill, dann liegt es auf dem Grill. So, aber wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Der Spieler, der an der Reihe ist, am besten fängt mit dem Jüngsten an, deckt einfach hier das erste Kärtchen um und das zeigt jetzt an, was als erstes auf den Grill muss. Wir nehmen das Teil und stellen es auf den Grill. Haben wir das geschafft, ist einfach der nächste Spieler dran. Auch der deckt hier was um, der muss jetzt eine Wurst legen, nimmt sich ein Würstel. Wie gesagt, rumschieben und umverteilen darf jeder, wie er möchte, solange er es nicht mit der Hand anfasst. Und der nächste Spieler ist an der Reihe, dreht wieder um und schaut, wie er das am besten unterbringt. Das Ding rollt sehr gerne, das weiß ich schon. So, passt. Dann ist der nächste Spieler dran, nochmal so ein Teil. Ja, und jetzt ist es passiert. Jetzt sind Teile vom Grill gefallen. Und das Tolle ist, für jedes Teil, das vom Grill fällt, muss man einen seiner Chips hier abgeben. Das bedeutet, bei 3 heruntergefallenen Teilen dürfte ich gleich mal 3 Chips abgeben und hätte die erste Runde gleich einmal verloren. Wie viele Runden ihr spielt, das bleibt ihr euch überlassen. Aber wie gesagt,
wenn man Pech hat, kann das Spiel sehr schnell vorbei sein. Aber man kann auch das Ganze ein bisschen herauszögern, indem man seine Bonuskärtchen hier nutzt. Und da gibt es zum einen hier die Pause, wenn ich dieses Kärtchen spiele. Jedes Kärtchen kann ich nur einmal im ganzen Spiel spielen. Dann gebe ich einfach an meinen nächsten Spieler weiter. Das heißt also, ich decke irgendwas auf, sehe was, was ich nicht legen möchte, sage, nee, du machst das. Und dann muss er diese Karte übernehmen und muss das legen. Natürlich kann er seinerseits dann auch gleich seine Karte ausspielen und somit ist der Joker wieder beim Spieler, der damit angefangen hat. Dann haben wir diesen hier und der heißt einfach, ich weiß, wenn ich jetzt was lege, fallen mindestens zwei Teile vom Grill und dieses Kärtchen erlaubt es mir, zwei Teile kostenlos runterfallen zu lassen und erst ab dem dritten muss ich eins meiner Plättchen hier abgeben. Muss ich aber schon legen, bevor ich die Grillzange in die Hand nehme und irgendwas versuche hinzulegen. Nicht erst, wenn es runtergefallen ist, dann ist es zu spät. Aber da gibt es ja noch die dritte Karte und die heißt einfach, bevor ich mein Teil drauflege, darf ich zwei Sachen vom Grill nehmen und in den allgemeinen Vorrat zurücklegen, bevor ich dann mein aufgedecktes Teil hier versuche auf dem Grill zu platzieren. Wie gesagt, jede dieser Bonuskarten ist nur einmal anwendbar, danach kommt sie aus dem Spiel. Wird ein Plättchen aufgedeckt, von dem schon alle Teile auf dem Grill liegen, also sage ich mal, die beiden Fische liegen hier schon auf dem Grill und es wird ein Fisch aufgedeckt, dann hat der Spieler Glück gehabt, er muss nichts legen und es ist gleich der nächste Spieler an der Reihe. Fällt ein Grill natürlich komplett um, patsch, da bumm, ist der Spieler sofort aus dem Spiel. Gewonnen werden kann das Spiel auf zwei Arten. Die erste Art ist natürlich, ich bin der Letzte, der noch Grillchips übrig hat, während alle anderen schon ausgeschieden sind. Oder ich schaffe es, das letzte Teil von diesen Holzplättchen auf den Grill zu verfrachten. Das heißt, alles, was ihr hier seht, liegt auf dem Grill und ich habe das letzte Teil dazugelegt, ohne dass es zusammenstürzt. Auch dann bin ich der Grillmeister und glücklicher Sieger. Wie das geht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, man kann hier durchaus interessante Konstruktionen ja bauen mit diesen Grillsachen. Ob das Zeug dann wirklich jemals durch wird, ist eine andere Frage, aber darum geht es hier ja nicht, sondern es geht einfach darum, die Sachen auf dem Grill unterzubringen. Das war die kurze Spielevorstellung und Regelerklärung zu Feuer und Flamme. Das Spiel für die nächste Grillsaison, da könnt ihr schon mal das Stapeln üben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Spiel und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Brettspielvideo dann wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, vielleicht sieht man sich auf dem Oktoberfest. Servus, macht es gut, euer Michael.